applicant at Payatu Software Lab, and he loves finding security flaws in the Microsoft Edge browser. Unser nächster Vortragender arbeitet bei den Payatu Security Labs und sucht gerne nach Sicherheitslücken in Microsoft Edge. Applaus für Nikhil Mittal. Willkommen zu meinem Vortrag über die Sicherheit des Microsoft Edge Browsers. Mein Name ist Nikhil, ich arbeite in Payatu Labs und forsche zur Sicherheit von Webbrowsern. Zu Beginn meines Vortrages würde ich gerne wissen, wie viele von euch Browser-Erweiterungen überhaupt verwenden. Eine Browser-Erweiterung ist etwas, was die Möglichkeiten, die Fähigkeiten eures Webbrowsers erweitert. Typische Beispiele sind zum Beispiel Adblock Plus, das viele nutzen, um Werbung auf bestimmten Websites, wie zum Beispiel YouTube, zu blockieren, oder Grammarly. Passwortmanager sind auch häufig Browser-Erweiterungen. Und diese Erweiterungen können einen Großteil eurer Daten verwalten. Sie können zum Beispiel Cookies, Lesezeichen, Passwörter, den Browserverlauf und so weiter verwalten. Das bedeutet also, dass wir alle zustimmen müssen, dass diese Erweiterungen mächtig sind, weil sie eben Cookies, Lesezeichen und weitere sensible Informationen des Browsers lesen können. So sieht die Adblock Plus Erweiterung im Microsoft Edge aus. Habt ihr euch aber jemals überlegt, was diese Erweiterung vielleicht in eurem Browser tun kann? Wenn ihr euch die Einstellungen anschaut, dann seht ihr, dass es einige Erlaubnisse gibt. Diese einfache Adblock Plus Erweiterung kann also den Inhalt der Seiten, die ihr besucht, lesen und verändern. Er kann alle Seiten sehen, die ihr besucht, und alle Daten lesen, die in euren Browser von eurem Browser herunter oder hochgeladen werden, und es kann auch Notifications anzeigen. So eine einfache Erweiterung kann also so viele Sachen in eurem Browser anstellen. Also fragt ihr euch vielleicht, wie Browser diese Erlaubnisse erkennen. Die Erweiterung kann so viele Sachen in meinem Browser tun, aber wo kommen diese Erlaubnisse überhaupt her? Hier ist ein Erlaubnismodell einer Browser-Erweiterung. Hier haben wir eine Datei, die manifest.json heißt. In dieser Datei gibt es ein Array namens Permissions. So kann dieses Array aussehen. Das erste ist https://www.google.com. Die nächste Erlaubnis ist Bookmarks, also Lesezeichen, Cookies, History, der Browserverlauf, Storage und Tabs. Das bedeutet, dass die Erweiterung eurer Lesezeichen lesen, manipulieren, verändern, löschen kann. Das gleiche gilt für die Cookies und den Browserverlauf, und andere weitere Erlaubnisse sind hier auch drin. Davon abgesehen ist die interessanteste Erlaubnis, nach der ich gesucht habe, die Host-Zugang-Erlaubnis. Das ist etwas, was definiert, auf welchen Domains eure Erweiterung laufen darf. In diesem Fall, lass uns annehmen, dass wir die Erlaubnis für google.com gegeben haben. Das bedeutet also, dass die Erweiterung nur auf google.com laufen sollte, nicht einmal auf irgendwelchen Subdomains, zum Beispiel developer oder mail.google.com. Das sehen wir auch in diesem winzigen Kasten, der uns sagt, dass die Erweiterung Inhalte auf www.google.com lesen und ändern kann. Das, diese Erweiterung wiederum erlaubt es uns, das auf sternchen.google.com zu machen, also allen Subdomains. Und
Die dritte Möglichkeit ist auch, das Protokoll durch ein Sternchen zu ersetzen, was bedeutet also, dass das Protokoll HTTP, HTTPS oder auch FTP sein könnte. Und abgesehen von diesen drei Erlaubnissen haben wir eine andere Möglichkeit, nämlich all-urls. Das bedeutet, dass die Erweiterung auf jeder Domain, die ihr besucht, JavaScript ausführen kann. Egal, ob das google.com oder microsoft.com oder wo auch immer ist, ihr könnt auf ziemlich jeder Domain Code ausführen. Aber es gibt ein paar Unterschiede mit dieser All-URLs-Erlaubnis. Sie kann nicht auf privilegierten Seiten laufen. Eine privilegierte Seite ist etwas, was irgendwelche sensiblen Einstellungen oder Browserdaten enthält. Zum Beispiel in Chrome gibt es Chrome Doppelpunkt zwei Schrägstriche Settings, da sind zum Beispiel Passwörter oder Kreditkarten Informationen drin. Und ihr könnt euch eine Situation vorstellen, wo die Erweiterung JavaScript auf der Chrome-Einstellungsseite ändern kann und dann könnte sie zum Beispiel Passwörter oder Kreditkarteninformationen klauen. In Edge gibt es eine ähnliche Seite, die ist about Doppelpunkt flags. Hier seht ihr, dass sobald diese All-URLs-Erlaubnis zugeteilt wurde, dann kann es Inhalt auf allen Webseiten ändern. Wenn ihr den ersten Teil euch hier anschaut, dann seht ihr, dass es ein paar Möglichkeiten gibt, zum Beispiel Entwickler-Features einzuschalten. Es hat auch ein paar Standard-Features, zum Beispiel experimentelle JavaScript-Features. Lass uns mal schnell eine Erweiterung bauen. Wie schon gesagt, hat jede Erweiterung eine manifest.json-Datei, die also alle diese Erlaubnisse und weitere Konfigurationen enthält. Die zweite Datei, die wir brauchen, ist popup.html. Das ist einfach das Interface unserer Browser-Erweiterung, also die Benutzeroberfläche. Sobald ihr eine Browser-Erweiterung anklickt, dann erscheint ein Pop-up-Fenster, das euch ermöglicht, irgendwelche Aktionen vorzunehmen. Das ist diese pop-up.html-Datei. Und dann gibt es noch pop-up.js, das ist die das ist ein JavaScript, das also die Features dieser Extension ermöglicht. So sieht diese Erweiterung in Edge aus. Ihr seht ein winziges Microsoft-Logo und sobald ihr darauf klickt, dann erscheint dieses Pop-up, das sagt, ich bin die böse Erweiterung. Und dann habe ich zwei Möglichkeiten. Die erste ist öffnen, die zweite ist execute, also ausführen. Sobald wir auf den Öffnen-Button klicken, dann lädt es google.com im Browser und sobald ihr auf Execute, also Ausführen, klickt, dann erscheint dieses Alert-Fenster mit einer 1 darin. Das Interface ist also in popup.html geschrieben und sobald ihr auf Execute, Ausführen klickt, dann wird die Arbeit von popup.js erledigt. Lass uns schnell das manifest.json anschauen. Ihr stellt fest, dass ihr die dass ihr das Permissions Array in Zeile 10 habt. Das ist, es enthält https www.google.com/Sternchen. Das heißt, diese Erweiterung sollte nur auf www.google.com ausgeführt werden, nicht einmal auf den Subdomains. Und so sieht die popup.html aus. Das ist einfach eine einfache HTML-Datei mit zwei Buttons, öffnen und ausführen. Und am Schluss liegt die popup.js-Datei. Und die sieht so aus. Die ist auch sehr kurz. Sobald ihr auf den Open-Knopf drückt, dann öffnet sie google.com und sobald ihr auf Execute ausführen klickt, dann öffnet sich ein Alert-Fenster mit der Domain des Dokumentes. Diese
Erweiterungen haben so viele Schnittstellen, zum Beispiel eine mit der für den Browserverlauf oder die Tabs. Aber die Tabs-API fand ich so interessant, weil sie es euch ermöglicht, mit verschiedenen Tabs zu spielen. Zum Beispiel hat sie Methoden wie tabs.create, die euch also erlaubt, ein neues Tab mit einer beliebigen Domain zu erstellen. Auch tabs.update, die euch ermöglicht, die eine Seite zu einer anderen URL umzuleiten. Und tabs.duplicate ist auch wichtig, weil sie euch erlaubt, ein schon geöffnetes Tab zu duplizieren. Tabs.execute script erlaubt euch, ein beliebiges Skript auszuführen. Und tabs.hide und tabs.reload sind relativ selbsterklärend, und es gibt noch so viele andere Möglichkeiten. Von diesen waren für mich am interessantesten Create, Update und Duplicate. Wenn wir zum Beispiel Bing.com in einem neuen Tab mit einer Browser-Extension laden wollen, dann braucht man einfach diese paar Zeilen Code, die also browser.tabs.create aufruft und ihm eine URL übergibt, und diese URL ist www.bing.com. Das ist Teil der Dokumentation, und das ist für den Browser, also nicht für uns. Für jemanden mit meiner bösen Vorstellungskraft war es interessant, herauszufinden, ob ich lokale URLs aufrufen kann. Also habe ich die Bing-URL ersetzt durch einen lokalen Pfad, um zu sehen, ob ich das Tab erstellen kann oder nicht. Und im nächsten Moment gibt mir Edge diesen schönen Fehler, der mir sagt, dass Edge die Seite nicht erreichen kann, und es sagt also, dass dies ein Relativpfad ist, und also dass dies als einen relativen Pfad verstanden hat und es einfach an die URL der Erweiterung angehängt hat, und deswegen bekommen wir diesen Fehler, weil natürlich diese Seite nicht existiert. Das ist eine andere Sache mit der, nein, das ist eine generelle Sache. Browsers sind sehr zögerlich, euch lokale Dateien laden zu lassen, weil ihr dann Daten exfiltrieren könntet. Jetzt, hier seht ihr zum Beispiel, ich versuche, lokale Dateien mit JavaScript zu laden, und jedes Mal sagt es, nein, das darfst du nicht, weil wir uns weil wir unsere Nutzer schützen möchten. Weil wir herausgefunden haben, dass browser.tabs.create für uns nicht funktioniert, habe ich mich als nächstes für browser.tabs.update interessiert. Das gleiche habe ich mit update probiert, und da hat es irgendwie für mich funktioniert. Sobald ich das herausgefunden hatte, dass ich also lokale Dateien laden kann, wollte ich schauen, ob ich auch privilegierte Seiten aufrufen kann, und auch das hat für mich super funktioniert. Hier seht ihr, dass ich, sobald ich auf den Open-Knopf drücke, der Browser eine lokale Datei und auch eine privilegierte Seite für mich lädt. Diesen Bug habe ich an Microsoft gesendet, und sie haben mir schnell geantwortet, und sie haben gesagt, wir unterstützen diese Download-APIs. Das heißt, selbst wenn du diese Seite aufrufen kannst, dann bringt es dir nichts, weil du nichts damit tun kannst, und wir werden das nicht fixen. Und dann sagte ich, okay, lass es uns anders probieren. Im nächsten Augenblick kam ich auf die Idee, eine JavaScript-URI zu benutzen. Das ist eine URI, die mit JavaScript Doppelpunkt beginnt, und anschließend kommt der JavaScript-Code. Hier ist ein einfaches Beispiel dafür. Sobald der ahref JavaScript-Alert1 angeklickt wird, dann bekommst du ein Pop-up in deinem Browser. Das Gute an diesen URIs ist, dass sie in der Hauptdomain ausgeführt wird und anders als lokale Dateien.
Und das sehen wir in diesen Pop-ups, weil die das zweite Beispiel eine Null Domain hat. Und wir sehen also, dass Browser das safe machen wollten auf die Art und Weise. Also habe ich entschieden, dass JavaScript Your Eyes keine gute Idee sind hierfür mit Create, aber lass uns das doch mal mit Update versuchen. Also habe ich das mit Browser Tabbed Create versucht. Das funktioniert für mich nicht. Und wieder. Aber wir haben ja auch noch die Update-Methode und benutzen halt die JavaScript URI und rufen JavaScript Doppelpunkt Alert Document Domain ein. Und das funktioniert. Und was ihr insbesondere in diesem Bild seht, ist, dass diese Extension nur in der Lage sein sollte, auf google.com zu laufen. Wir haben sie aber auf bing.com aufgerufen. Funktioniert, das ist nicht gut. Das ist eine totale Verletzung der Privatsphäre, denn die NutzerInnen meinen an dieser Stelle, dass die Extension nur auf google.com laufen darf, tut sie aber nicht. Das haben wir reported zu Microsoft. Habe euch also geschrieben, beim letzten Mal habe ich gesagt, dass ich lokale Files mit Update laufen kann und ihr sagt, dass ihr das nicht fixen werdet. Jetzt kann ich JavaScript so aufrufen. Okay, wir verstehen, was du versuchst uns zu sagen. Kannst du auch einfach User-Cookies so alerten? Kannst du sowieso insbesondere stehlen? Okay, kann ich versuchen. Also versuchen wir einfach mal alert.document.cookie. Da wir jetzt so einen Host Access Permission Bypass haben, wie ich euch gerade vorgeführt habe in Edge, können wir Facebook-Daten oder all sowas exfiltrieren. Jetzt nehmen wir also mal an, wir fangen an bei Google-E-Mails, haben etwa eine geheime E-Mail und die spricht von einem Coupon für $1,000 Cashback auf PayPal. Um das zu, diese Attacke zu demonstrieren, seht ihr, benutze ich Browser Tab Update. Und das sucht sich jetzt eine E-Mail mit einer bestimmten ID. Und die schicken wir an leak.html. Und was macht leak.html? Das kopiert sich, womit es im Query String aufgerufen wird, und schreibt es ins Dokument. Wenn wir also jetzt diese Extension auf mail.google.com öffnen, wird es diese Informationen stehlen. Dieses Proof of Concept haben wir an Microsoft geschickt. Dasselbe auch wieder mit den lokalen Dateien. Das funktioniert nicht nur mit den falschen Domänen. Schauen wir nochmal, was mit lokalen Dateien passiert. Haben wir auch wieder reported. Erinnert euch also nochmal, wie war das damit, dass wir lokale Dateien laden können? Das hat Microsoft nicht besonders interessiert, denn die Download-API ist ja nicht unterstützt. Jetzt haben wir auch noch JavaScript-Code-Ausführungen bei lokalen Dateien. Und wenn wir diese beiden Bugs jetzt verketten, dann sollten wir damit auch lokale Dateien stehlen können. Was wir also tun, ist wieder Browser Tabs Update mit der File URL. Und hängen außerdem eine Browser Tabs Update-Funktion an, die eine JavaScript-URL anfragt. Was passiert jetzt? Bislang haben wir JavaScript-Ausführungen und Zugriff auf lokale Dateien. Was passiert jetzt? Das nächste, was mir einfiel, ist privilegierte Seiten anzusehen, wie ich euch schon gezeigt habe, About Flags und About Compat und so. Also war ich relativ neugierig und aufgeregt, ob das auf den privilegierten Seiten auch funktionieren wird. Also schauen wir mal nach About.flags.
versuchen JavaScript Alert auf Apple.flags. Zu meiner Überraschung hat das nicht funktioniert. Und ich war so überrascht, dass ich den Kopf geschüttelt habe, was ist denn hier falsch? Dann wollte ich rauskriegen, was ist falsch mit dieser Implementation. Vielleicht gibt es Fehler in der Konsole. Also habe ich in die Konsole geguckt, was ist da los? Und deren seht ihr, gibt es keine passenden Fehler dafür. Und ihr seht also diese sensiblen Seiten in Edge, Chrome, Firefox. Das sollte keine JavaScript-Execution überhaupt zu sehen sein. Ja, das war seltsam. Warum funktioniert also diese Schwarzmagie nicht auf den privilegierten Seiten? Selbst ohne CSP-Fehler. Vielleicht ist Edge ja doch clever. Haben wir irgendeinen anderen Weg, About.flags zu laden? Das nächste, was mir eingefallen ist, ist das RES-Protokoll. Das ist etwa, um Ressourcen zu laden von Modulen. Also etwa statt About.flags könnt ihr hier RES /edge.html.dll/flags.html aufrufen. Und plötzlich funktioniert es. Auf diese Art haben wir jetzt JavaScript-Ausführbarkeit auf diesen privilegierten Seiten. Das ist ziemlich schlecht. Denn damit können wir jetzt den Adobe Flash Player an- und ausschalten. Und andere Dinge, die wir diskutiert haben, funktionieren hier halt jetzt auch. Wir nehmen also jetzt hier Browser Tabs Update, machen das auf REST HTML DLL Flags und machen jetzt unseren JavaScript URI Call in Browser Tabs Update und setzen damit, aktivieren damit den Adobe Flash Player. Was ist jetzt das nächste? Das war mir schon genug. Aber ich wollte noch rauskriegen, ob wir noch mehr können. Dann habe ich jetzt weitergemacht mit dem Lesemodus von Edge. Das ist ein Feature in Edge, was eine Seite so rendert, dass sie einfach zu lesen ist. Das heißt, Edge entfernt all den Code, der beim Lesen hinderlich sein könnte, unnötigen Code wie JavaScript, iframes und so fort. Man kann also wir erwarten insbesondere, dass wir damit keine Werbung kriegen. Und der Browser sorgt dafür, dass kein JavaScript ausgeführt wird in diesem Modus. Den Browser nicht möglichst nicht mehr identifizieren nach Spezifikation, wenn sie über die URL aufgerufen wurde, von der Seite aus. Und man kann jede Webseite zwingen, so geladen zu werden, indem wir mit read Doppelpunkt vor der URL starten. Weil der Reading Mode mit einem bestimmten CSP geschützt wurde, wurde damit diese JavaScript-Execution geblockt. Das heißt, erstmal fühlte sich das safe an gegen JavaScript-Execution für den Testfall. Ich halte das auch weiterhin für safe. Ich habe das nicht reproduzieren können, darin was ausführen zu können. Stellen wir uns vor, wo eine Erweiterung andere Erweiterungen ausschalten könnte. Wir sind jetzt auf der internen Seite von Adblock Plus. Und wenn wir jetzt versuchen, unsere böse Erweiterung fürs umzuladen, haben wir weiterhin diese CSP-Fehler. Also ja, auch safe.
Welche Probleme sehen wir damit? Also die Host-Permission-Umgehung funktioniert also in diesem Fall nicht, wenn es nicht Inline-Scripts zulässt. Aber was, wenn wir direkt versuchen, mit der Execute-Script-API zu arbeiten? Nehmen wir also an, wir sind auf einer Seite, wo die CSP ordentlich implementiert ist, aber auch Host-Zugriffserlaubnisse haben an derselben Stelle. Benutzen wir also hier Browser Tabs Execute Script mit dem PHP Script von oben mit JavaScript Alert Document Domain. Wie Erweiterungen mit seinem CSP funktionieren. Sie werden alles Mögliche an JavaScript zulassen, außer sie versuchen, auf den DOM wesentliche Veränderungen zu machen. In diesem Fall nehmen wir an, wir sind auf einer Seite, die gutes CSP hat, etwa so. Und jetzt versuchen wir aber, den DOM dieser bestimmten Seite zu verändern. Entweder können wir document.write benutzen oder vielleicht document.body.nrhtml. Und was wir vielleicht noch tun können, ist ein Element generieren und darin schreiben. All diese Wege, den DOM-Tree, den DOM-Baum auf der Seite zu modifizieren, wurde meist nicht erlaubt. Für die Erweiterung ist das allerdings irrelevant, ob wir den DOM ändern oder nicht auf einer solchen Seite. Viele dieser APIs sind noch nicht wirklich unterstützt. Denn sie wird noch weiterentwickelt und Edge ist jetzt im Grunde auch Chrome-basiert. Das heißt, es ist unklar, ob sie diese APIs weiter unterstützen werden. Aber ActiveTab ist eine der interessantesten Erlaubnisse, weil sie euch ermöglicht, beliebiges JavaScript auf der aktuellen Domain auszuführen. Das heißt, vielleicht können wir viele dieser Angriffe auf die ActiveTab-API oder Erlaubnis portieren. Sie haben das in März 2019 mit der höchstmöglichen Bug-Belohnung gefixt und die CVE-Nummer ist CVE 2019-0678. Danke für diesen interessanten Vortrag. Wenn ihr Fragen zum Vortrag habt, dann haben wir drei Mikrofone. Wenn ihr also Fragen habt, dann kommt bitte vor zu den Mikrofonen und wir beginnen mit Mikrofon Nummer 3. Danke für diesen interessanten Vortrag. Ich habe eine Frage. Ist dieser Bug oder ist die API auch relevant für den neuen Edge-Browser, der im Januar kommt, der auf der Chromium auf dem Chromium Render basiert? Also die neue Version läuft auf Chrome, aber sie werden diese API nicht unterstützen. Aber sie werden eine andere Methode dafür verwenden. Beantwortet das deine Frage? Ich habe noch eine zweite, wenn das in Ordnung ist. Und die zweite Frage ist, du hast versucht, die Seiten über das IIS-Protokoll zu öffnen, aber die Funktionalität dieser Seiten, wird die auch von Edge gehandhabt und nicht vom About-Protokoll? Ja, es funktioniert. Noch Fragen aus dem Publikum oder aus dem Internet? Dann noch einmal Applaus für Nikhil für einen großartigen Vortrag. Ja.